Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Weltkrokette und heute ist wieder der japanische Sonntag und das bedeutet ein weiteres japanisches Musikvideo für euch. Und ich weiß, es ist lange her, aber ihr habt es euch schon vor langer Zeit gewünscht. Love Bites mit Thunder Vengeance. Und zwar, vielleicht haben wir Glück. Ich hoffe, dass wir Glück haben, wenn ihr diese Version sehen könnt. Dann haben wir Glück, dann können wir dieses Video nämlich wirklich sehen. Ich bin sehr gespannt. Es ist eine Live-Version aus ihrer neuen Live-DVD Blu-ray. Und wir schalten direkt rein. Ihr habt ja gesagt, der Song soll mega geil sein. Und ich würde sagen, Abfahrt, wir lassen uns überraschen. Oh, der oben da? Ich liebe Intros. Awesome! Oh!
Ja, so kann doch ein Konzert starten, würde ich sagen. Das waren Love Bites mit Thunder Vengeance aus ihrer aktuellen Live-DVD Five of a Kind live in Tokio und ist seit 22. Juli 2020 im Handel, also zumindest in Japan, erhältlich. Und bevor wir zur Beschreibung des Videos kommen, würde mich aber interessieren, weil ich das jetzt gesehen habe, wen findet ihr besser? Also wenn ich nicht ganz es vergesse, kommt hier oben gleich eine Abstimmung. Würde mich interessieren, findet ihr Love Bites besser oder Bandmate? Das sind ja nun zwei sehr bekannte japanische Metal-Bands, reine Frauen-Bands. Mich würde mal interessieren, einfach nur mal aus Gag, wem findet ihr besser? Ja, haut's mal oben rein oder klickt an. Ihr Kopfweg verästet nicht oder ich krieg's überhaupt hin. Haha! Nein, geil! Also ganz ehrlich, ich sag ja immer persönlich, ein Konzert startet ja grundsätzlich mit dem Intro. Und wenn das Intro dich aus den Socken haut, ja, dann ist das schon mal die halbe Miete, finde ich. Also ein Intro muss dir direkt sagen, was ist die Sache, worum geht's hier, und es muss direkt ins Gesicht drücken. Einfach, ja? Kann ich anders sagen. Und ich finde, der Song alleine schon, das Intro mit den schönen Blitzen, hat mir sehr gut gefallen. Generell diese Regeneffekte. Und dann, wie gesagt, dieser Blitzeffekt und dann dieses Symbol, dieses Pentagramm, was da aufgeleuchtet ist mit diesen fünf Wölfen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gedeutet oder richtig erkannt. Und dann alles zusammen und dann haut man direkt rein. Sehr geil. Also so macht es auf jeden Fall Spaß. Und es war auch wirklich direkt los. Keine Kompromisse, wirklich. Ich hoffe, es ist jetzt richtig für mich Heavy Metal, Power Metal. Wirklich schön direkt. So wie ich es persönlich mag. So können Konzerte starten. So bin ich zufrieden und habe richtig Bock einfach auf den nächsten Song. Und ich muss echt sagen, also die Gitarristinnen, die schreddern was zurecht. Das finde ich super geil. Auch, dass jeder von ihren ihren eigenen Part hatte. Und dann auch die Drummerin, die ja wirklich, also die Drummerin, die wirkt so klein, aber wie eine Besessene an diesem Schlagzeug. Wirklich dieses sehr geil. Hat sie auf jeden Fall deutlich Spaß dran. Und die Sängerin, ja, was soll man dazu sagen? Hammerstimme, passt super geil. Hat einen schönen, schönen Klang. Und es macht einfach Spaß, ihr zuzuhören. Und ich finde, so sollte doch Metal sein. Ja, wirklich Gitarren schreddern, fetter Bass, fette Drums, die wirklich abgehen, hintereinander weg. Diese Drum-Solo, mega geil. Nicht lang genug, also nicht lang genug, war ja nicht lang. Aber das, was man gehört hat, war... Und dann, wie gesagt, der schöne Gesang noch dazu. Das Ganze kombiniert mit einem schönen Publikum, was Bock hat, diese Band zu sehen und abzufeiern und einfach einen geilen Abend haben wollen. Ich denke mal, es ist bestimmt eine sehr, sehr geile Live-DVD. Ich hoffe, dass dieses Video online bleibt. Wenn ja, freut es mich für euch und natürlich für mich, aber in erster Linie für euch. Denn diese Videos mache ich natürlich für euch und mich. Lasst gerne noch ein kostenloses Abo da, einen Daumen nach oben und sagt mir eure Meinung zur Band, wie ihr diesen Song fandet. Würde mich sehr darüber freuen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin, es geht wieder raus und ciao!